Hallo zusammen, salve a tutti. Es wurde sich das Gold gewünscht und das Silber. Fangen wir mal mit dem Gold an und das ist der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Also ordentlich gelaufen hier von 1175 hoch bis zu 2452. Man kann die Fibos noch anders anlegen, aber das ist halt in die Monatssicht. Interessant ist, dass da hier unten die 20-Monats-Linie ist. Wir sind hoch. Ja, es ist hoch ohne Verkaufssignal und es ist weiter noch stabil über den Monat. Also auf Sicht von jetzt 12 Monaten oder so. Da habe ich hier, also wüsste ich jetzt nicht, was ich hier was Negatives irgendwo finden könnte. Sieht okay aus. Wir vergessen jetzt mal die Fibos für diesen Bereich hier, für diese Zeiteinheit. Ja. Der wichtige, auf Monatssicht, die wichtige Unterstützung ist 2095. Also vom Monat her ist es okay. Hoch, aber okay. Die Woche macht ein bisschen mehr Sorgen. Und zwar durch die letzte Woche. Keine schöne Kerze. Big Black Bozu. Diese Geschichte hier. Ummantelt komplett die Woche vorher. Ist nicht schön. Im Moment wehrt er sich noch ein bisschen. Das Gold. Aber es ist nicht, keine schöne Kerze. Wir sind über die Stochastik auf Wochensicht negativ. Relativ frisch negativ. Das kann natürlich sowas hier werden, dass er erst nochmal hier so ein bisschen hochtaucht. Das ist möglich, aber wir sind negativ und das auch über das MACD. Also auf Wochensicht gefällt mir das Gold nicht. Und da fällt mir auf, dass wir von diesen Fibos, die ich hier gezogen habe, das erste sinnvolle Korrekturlevel beim 38,2 haben bei 2274. Und das verbindet sich ziemlich genau mit dem Chartpunkt hier, den wir hatten in der Woche vom 29.04. Das ist also ein Punkt, den muss ich mir merken, 2274. Dann haben wir aber den Tag. Und dann mache ich mal ein bisschen so. Da gibt der Chart meines Erachtens nach richtig gute Punkte vor. Das eine ist das All-Time-High, hier bei 2452. Und das andere ist die Verbindung aus diesem Chartpunkt, dem unteren Band und dem 38er eben schon gezeigten Fibonacci-Retracement bei 2274. Beide Levels, also die 2274 und die 2452, sind super wichtig und werden meines Erachtens auch die nächsten 150 Punkte anstoßen, nach oben oder unten. Wir handeln ziemlich genau an der 20-Tage-Linie. Die ist bei 2349 und wir handeln im Moment bei 2353. Also vom Chart her völlig neutral. Ich habe kein Signal hier. Von der Technik her ein bisschen negativ über das MACD, schon überverkauft in der Stochastik. Was ich mir also vorstellen kann, ist, dass wir vielleicht nochmal hier so 2-3 Tage ein bisschen besser gehen, hier wieder oben in dieses Terrain reinkommen, aber da muss er sich beweisen. Der muss zusehen, dass er hier drüber geht, sonst greift die Wochentechnik und die ist nicht so schön. Andererseits, wenn er vorher schon das hier rausnimmt, die 2274, gehe ich davon aus, dass wir in den Bereich nochmal 100 Punkte tiefer kommen. 100, 110 Punkte tiefer hier in diesem Bereich 2150, 2160. Für diesen Fall, also für beide Fälle, habe ich diese Scheine rausgesucht. Der eine ist der 2240er Call. Damit liegen wir unter dieser eben besprochenen, meines Erachtens nach sehr wichtigen Marke hier, Chart, unteres Band, 38er Retracement. Bei 2274 habe ich den Schein genommen, 2240. Den kaufe ich allerdings erst dann, wenn wir hier drüber gehen. Vorher nicht. Oder wenn nur, sagen wir mal, 25%, wenn der also jetzt hier eintauchen sollte, wovon ich momentan nicht ausgehe, vor diesem Hintergrund hier, dass vielleicht 25%, vielleicht 30% kaufe, aber mehr auf gar keinen Fall. Eigentlich ist das Kaufsignal das hier oben. Dann habe ich hier den 2471er Put. Da sind wir 20, beide haben einen Hebel von 20. Da sind wir 20 Punkte hinter dem All-Time-High. Der ist dafür gedacht, dass wenn wir das hier brechen, dann dürfte er einen Hebel haben von, mal ganz grob gerechnet, wahrscheinlich so 16 rum, 15, 16. Wenn wir das hier brechen, nachhaltig, mit Schlusskurs, abends 22 Uhr, idealerweise an einem Freitag, also zum Wochenschluss, dann nehme ich den mit rein, diesen hier. Also das Gold ist momentan, nur um es zusammenzufassen, bei mir auf Tagessicht sehr neutral, auf Wochensicht negativ, auf Monatssicht noch in Ordnung. Aber es sind ganz klare, vordefinierte Punkte vom Chart. So, dann hat sich jetzt noch jemand das Silber gewünscht. Jetzt muss ich mir das auch mal anschauen. Moment bitte. So, und jetzt sind wir hier beim Silber. Und das ist jetzt
der Monatschart, ja, hat sich wirklich schön gemacht. Wann war denn das? Das war am 2.3.20. Das ist Corona. Da war das Silber runter auf 12. Ich gebe zu, ich habe in meinem Leben noch nie Silber gehandelt, außer dass ich mal für meinen Patensohn und mich mal irgendwann Mitte der 90er jeweils ein Kilo gekauft habe. Aber das hat damals gekostet ein Appel und ein Ei. Ja, also es war wirklich nicht viel. Das haben wir als Briefverschwerer benutzt. Und er hat sich dann von irgendwelchen Gewinnen, die er gemacht hat, als er 15 war, dann ein Fahrrad gekauft. Aber das sieht monatsmäßig, das sieht gut aus. Wir sind hier überall drüber, das ist völlig frei. Und das Erstaunliche ist, das war auf Monatssicht hier ein ganz fieser Shootingstar. Aus dem Band raus, ins Band rein, perfekter Shootingstar, komplett negiert mit Kursen über 29,93. Also hätte ich da vor einem Monat drauf geschaut, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist hier irgendwo. Die Technik über das MACD ist in Ordnung, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Auch die Stochastik gilt noch nicht mehr als überkauft. Ich habe hier keine Bremse und als Support habe ich hier den Bereich, das ist weit weg mittlerweile, von 24. Aber und den nächsten bei 26. Die sind weit weg, aber es ist für mich ist das frei. Auf Wochensicht ist es weiterhin stabil über das MACD. Da ist nichts zu deuteln. Und wir sind, ja, wir sind überkauft über das Stochastik, aber nicht besonders. Das ist jetzt natürlich ein fettes Teil hier. Ja, wir haben 50% ist es gestiegen vom, wann war das, 12.02. Von 22, rund jetzt mal leicht, auf 32. Das ist für Silber sehr ungewöhnlich. Da gab es in den 70er Jahren die Handbrüder, die haben mal so ein Ding da gemacht. Ich glaube, die sind aber auch daran pleite gegangen. Aber auch von der Woche her ist es in Ordnung. Da darf ich auch nicht meckern. Dann habe ich hier den Tag, na komm her, den Tag. Und da reicht diese klitzekleine Delle von 32,5 runter auf 30, um das komplett auf den aus dem überhitzten Bereich wieder in so eine Cooldown-Phase reinzubringen. Ist erstaunlich. Bänder nach wie vor offen, dass der Bewegung entgegengesetzte Band ändert jetzt ein bisschen die Richtung. Also das muss ich schon auf Tagessicht beeilen, über die 32,40 drüber zu gehen. Sonst verbraucht sich hier die Technik. Das hier wird dann noch ein bisschen steigen, das wird dann ein bisschen weicher, das Band geht nach oben, dann verbraucht sich die Technik. Ich habe mal geschaut, ob ich Scheine finde. Ganz ehrlich, ich habe da nach meiner Betrachtung nichts gefunden, was ich jetzt hier mit gutem Gewissen irgendwie anpreisen kann. Habe ich mich echt schwer mitgetan. Oder vielmehr eigentlich gar nicht, weil ich nichts gefunden habe. Ja. Aber es sieht okay aus, muss aber möglichst schnell über die 32,50. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.